dass wir die letzten drei für den Boss bekommen. Und dann haben wir ja noch einen Ort für den Meditationsplatz, den wir finden. Wow, wir haben echt schon richtig viel gefunden wieder. Hier fehlt nicht mehr viel. Wie schnell das heute auch schon wieder ging, dass wir so viel gefunden haben. Mein Gott. Dafür, dass hier auch erst Ebbe war, ne? Die hat, die Ebbe wäre jetzt verheerend für uns gewesen hier, wenn die noch da gewesen wäre. Ich möchte mich aber dennoch erst noch einmal ein bisschen weiter in der Höhle umgucken, bevor ich jetzt wieder runterfahre. Aus der wir gekommen sind. Denn wir haben ja definitiv einen Weg sozusagen, habe ich ja bis jetzt definitiv erstmal links liegen lassen, weil ich dachte, der wäre erst später relevant. Ich muss mal gucken, dass wir hier die Dinger wieder aktiviert bekommen irgendwie. Das ist zu weit. Na doch nicht. Ich habe mich ja dann dafür entschieden, mich erst hier umzugucken, weil ich dachte, das sieht komplizierter aus. Aber das war ja in dem Moment unklug, sage ich jetzt mal. Okay. Nochmal hochziehen. Ich wollte gerade sagen, so, da hier ja auch noch Sachen sein können, vielleicht, ne? Hannah und Adira harvested crystals in these cliffs. Ich gebe zu, ich habe eigentlich mit was anderem gerechnet, aber das ist auch okay. Das nehme ich auch. Stong. Das sind immerhin wertvolle Punkte, die ich nochmal bekommen habe. Das ist also nicht schlecht gewesen. Hätte ich das eben gefunden, wüsste ich ja, das hätte ich gewusst, dass das der richtige Weg ist und wäre direkt einen anderen gegangen. Aber offensichtlich bin ich da nicht dagegen. Wo wollte ich denn lang jetzt? So, hier habe ich dann. Ich wollte darunter, alles ist super. Ich wollte gerade sagen, von hier bin ich nämlich in die Höhle gekommen. Und da bin ich ja dann intuitiv da hochgegangen, aber ich möchte natürlich dann auch erstmal noch gucken, was hier unten ist. Okay, dass da jetzt davon einer ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich noch drei Stück für den letzten Boss bekomme, aber vielleicht auch nicht. Ja, hier war dann der Kampf.
Ja, alles super. Genau, dann kann man das hier wieder, dann kann ich da hoch, genau. Hier hätten sie eine Sekunde länger lassen können, damit man hier auch wirklich dann rüberkommt, aber ich akzeptiere auch, dass es diese eine Sekunde nicht gibt. So, was war hier jetzt? Hier war dann das, okay. Ein bisschen genauer hätte ich werfen müssen. Gut, dann können wir, glaube ich, jetzt nach unten fahren. Ich glaube, hier war jetzt nicht mehr viel mehr. Dann haben wir uns hier nämlich auch gut umgeguckt und können in Ruhe nach unten fahren. Zumindest glaube ich, dass ich mich gut umgeguckt habe. Ich schätze mal, dass hier unten jetzt auch ein Hebel sein wird, der benutzt werden kann, um hochzufahren bzw. den Aufzug runterzuholen. Das ist der Fall, wie ich feststellen darf. Und das finde ich sehr gut. So, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Okay, ich bin irgendwo da. Hier bin ich, ja. Genau, da konnte ich nicht weiter. Das hat mich letztes Mal hier auch so getriggert, genau. Weil ich dachte, da kann ich weiter und dann bin ich da nicht weitergekommen. Genau. Hier war dieser unglaublich süße Rott. Beziehungsweise in Englisch wahrscheinlich, keine Ahnung wie. Den ihr leider nicht sehen konntet, da ich vergessen habe, die Quelle zu beziehungsweise weil das Capture nicht funktioniert hat, muss man ja leider auch einfach so sagen, ne? Also das können wir ruhig auch da drauf schieben. Das ist vollkommen legitim und okay. Kann ich das jetzt hier kaputt machen? Nee, sieht nicht so aus. Ich glaube, das ist halt immer noch, weil sie verflucht ist, ne? Gut, dann möchte ich, bevor ich jetzt versuche, irgendwie dieses Tor zu öffnen, was das Spiel ja von mir verlangt, würde ich mich gerne einmal zurück ins Dorf begeben und mit euch zusammen die Geisterpost austeilen. Denn wir haben jetzt hier dann auch die 1 von 1 gefunden. Hier haben wir 2 von 2, also das müssten auch so mit die letzten, also natürlich hier im Dorf fehlt noch 2, weil ja hier, das haben wir alles, nein, das haben wir ja alles 100% hier schon. Das heißt, wir müssten so langsam, aber sicher auch hier weiterkommen, dass das Dorf bald auch richtig schön aussieht, ne? Da haben wir sie, die gute Geisterpost, die wir abliefern dürfen. Und oh Gott, ja, das sieht auch wirklich nicht so gut aus hier.
Was für vier sind denn das? Das ist halt so die Frage, ne? Boah, richtig cool, die Bombe. Die ist richtig cool geworden. Ich wollte sagen, wo ist der Affe, der auf mich liegt, aber... Okay, hier geht's noch weiter, die Challenge auf jeden Fall. Aber ist okay. Wir machen die. Warum ist das so eine Heilstation? Ach Mann, falsche Taste, deswegen wahrscheinlich. Weil es Menschen gibt wie mich, die einfach falsche Tasten drücken. Ey! Ja, weil es Menschen gibt wie mich, die falsche Taste drücken, ganz definitiv. Wie kann man denn so viele falsche Tasten drücken wie ich jetzt gerade? Also ich will nicht gemein sein, aber dass ich, wenn ich so gespielt hätte eben, ne? Das hätte niemals geklappt. Und zu Recht hätte das niemals geklappt. Dass das hier geklappt hat, ist schon ein Wunder, ey. Ah, okay. Ich verstehe. I understand. Bong. Okay, Geld ist schon mal nice auf jeden Fall. Aber eigentlich hoffe ich, dass mir das nicht nur Geld gibt. Aber das ist, finde ich, mal ein bisschen schade. Ich hätte gerne einen neuen süßen Hut vielleicht für die kleinen süßen Fratzis. Guck mal. Ja, einmal bitte nehmen, ja. Und jetzt dort platzieren wir das Ganze natürlich einmal.
Ich mag diese Fähigkeit von ihm. Aber was Besonderes ist hier jetzt nicht gewachsen, ne? Nö. So langsam müsste ich aber an ein paar Sachen kommen, weil das kann nicht ewig so weitergehen hier. Stern. Okay, den können wir auch gleich kaufen. Den Stern. Ich denke, das machen wir auch. Ich habe gerade überlegt, was dagegen spricht, aber da spricht nichts gegen. Wir kaufen direkt den Stern und gucken uns dann nochmal ein bisschen an, was wir da noch so haben. Schönes. Guten Tag, guten Tag. Habe ich den Herbst schon? Ja, Herbst habe ich schon. So, habe ich Ei schon? Schleifer Ei Cowboy. Ja, habe ich schon. Stern, habe ich Kürbis schon? Ja. So, warte mal, ich schätze, dass es nicht mehr größer wird, Tatsache. Also, wir können mal eben gucken. Hüte. Hier gibt es Hüte 3. 4. 14. 45 Hüte. 51 Hüte. 55 Hüte. 61 Hüte, das ist aber eine komische Zahl.